der Novomamacker hier. Das sieht aus wie die Drachenarena. Und Claw klingt auch nicht gerade nach Streichen. Sondern eher so Kralle! Wie auch immer ich darauf komme, ich weiß es nicht, aber es klingt so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie Drachenarena ist. Nee. Keine wirklichen Indizien dafür. Hast du schon mal eine Liga-Karte umgestaltet? Je mehr Po-Optionen man beim Design zur Verfügung hat, desto schwerer fällt die Entscheidung, aber gerade das macht ja so viel Spaß. Ich kenne jemanden, der verkleidet sich als Pokémon, damit er Pokéjobs annehmen kann. Also nur ein Bekannter von mir, nicht ich. Ein Bekannter. Verstehe. Wusstest du, dass die Reihenfolge für die Arena-Challenge von der Stärke der Arena-Leiter bestimmt wird? Nee, wurde mir erst einmal gesagt. Ach, GP. Dann gibt's ja auch einen Duellturm wahrscheinlich. Ich weiß, das klingt ja seltsam, aber Roy sah noch nie besser aus als in dem Moment, in dem er gegen Darien verloren hat. Diese Frustration und all diese Energie in sein Gesicht. Ich liebe die Zahl 241. Warum? Weil das Roy's Trikotnummer ist. Bei Schießwächern und so versuche ich auch immer, die Nummer 241 zu ergattern. Alles klar, du bist verrückt. Dir ist nicht mehr zu helfen. Du bist verrückt. Gesteh es ein, du bist krank und du brauchst Hilfe. Bitte beehre uns bald wieder. Brauch einfach Hilfe. Es ist einfach nicht okay. Ja, man nennt mich Mr. Fokus, weil ich stets auf den Sieg fokussiert und unglaublich stark bin. Na, bringst du die nötige Entschlossenheit mit, um mich im Kampf zum Kampf herauszufordern? Du bist wohl auch richtig fokussiert, dann wirst du die Stärke von Mr. Fokus jetzt mal am eigenen Leib zu spüren bekommen. Oh, der ist fokussiert. Der ist fokussiert. Aber richtig. Bomboy. Das ist ein Feen-Pokémon. Halt. Troll. Fokus-Code. Ah. Smart. Ruckzuck-Hieb. Nicht Ruckzuck-Hieb. In Sachen Fokus hast diesen Kampf du gewonnen. Ja, das hattest du nicht erwartet. Wie? Tja, es gibt halt ebenso viele unterschiedliche Arten zu kämpfen, wie es Trainer gibt. Gut, da du so fokussiert bei der Sache warst, möchte ich dir diesen Fokus-Code schenken. Ja, man muss sich auf das Zusammenspiel von Pokémon-Items und Attacken fokussieren. Immer schön dran denken, okay? Danke, ich hab's gerade erst geheilt. Ich hab doch sicher eine Beere, die da... Ach, da ist sie, eine Beere. Danke, meine Fresse. Spielt ihr hier Fokus-Code-Nutzsituation? Ich habe mir mal die Wandmalerei bei der antiken Stätte von Passbeck angesehen. Die gilt ja im Allgemeinen als hohe Kunst, aber irgendwie habe ich so gar nichts damit anfangen können. Kunst hin oder her, am Ende zählt doch eh nur, was einem persönlich gefällt. Ich trage heute noch dieselbe Kleidung, die ich in meiner Zeit als Student bekommen habe. Sie wurde aus Pokémon Garden angefertigt und ist deshalb nahezu unkaputtbar. Mir steht einfach alles, deswegen lasse ich mein Curly entscheiden, was ich anziehen soll. Wenn man eine Sonnenbrille aufsetzt, ändert sich sofort der Eindruck, den man auf andere macht. Ich muss mir gut überlegen, welche ich nehme. Ja, Pullover ist ja... Nee. Dein Ernst? Es verändert sich nur die Farbe.
Sicher nicht. Sicher nicht. Finde ich alles extrem schrecklich. Was haben wir denn hier? Was für ein Kampf. Wenn ich die Erinnerleiter kämpfen sehe, bekomme ich auch Lust, Pokémon-Trainer zu werden. Wir Damen in Galar genießen gerne ein üppiges Mahl, während wir uns ein spannendes Match ansehen. Eigentlich gibt es über 200 verschiedene Pokémon-Fähigkeiten. Wenn du sie dir gut einprägst, erwarten dich im Kampf weniger böse Überraschungen. Ich möchte XXXXL-Größe haben, bitte. Meine Schwester ist eine furchtbare Vielfraß. Seit neuestem meinte sie, sich mit Relaxo messen zu müssen. Hab wahrscheinlich auch gewonnen. Wenn man wohin genau anstupst, wippt es so lustig hin und her. Boing. Ich liebe das. Boing. Ja, komm, lass uns kämpfen. Alistair. Ach, Doppelkampf. Zwei Feen. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Hm? 37? Gar nicht gut. Aber gar nicht gut. Alles klar, tschüss. 37. Was ist das für ein Levelsprung? Au! Wo sind die letzten 10 Level hin? Das sieht alles andere als gut aus. Ich habe nicht mit so einem Level gerechnet. Oh, rechte Hand. Oh, rechte Hand. Nicht gut. Okay, ist okay. Natürlich bist du stark vor Liebe. Jetzt wäre es notwendig gewesen, nicht stark vor Liebe zu sein. Nicht nochmal Anziehung, bitte nicht nochmal. Alter, Inferno dreht einfach so viel aus. Oh, wir haben eins besiegt. Yay. Oh, oh. Ja, das war's. Alter. Was hab ich verpasst? Was hab ich einfach verpasst? Oh, hoppla. Jetzt hau ich alles hier weg. Vor Schreck. Unlicht bringt gar nichts. Ich kann hoffen, dass ich schneller bin und ihn zurückschrecken lasse. Nope. One hit.
Nope. Das, oh. Trotzdem, aufgrund dessen, dass es neutral ist. Ah, okay, nächste Runde ist down. Wieder zweimal. Und tschüss. Ich hab nicht mit so einem Levelsprung gerechnet. Oh. Heilige Scheiße. Na, aber ich habe eins besiegt wenigstens, ne? Eins von zwei, aber 10 Level Unterschied. Knappe 10 Level, das merkt man. Also 8 Level, aber merkt man schon heftig. Das sind ja zwei Pokémon, die da angegangen. Liga Präsident Rosé, gestatten Sie mir, Ihnen einen Bericht zu erstatten. Na verdammt, wie habe ich schon. Gestatten Sie mir, Ihnen Bericht zu erstatten. Meine Mission Wunschsterne und Orden zusammen schreitet reibungslos voran. Das ist erfreulich, Bettis. Nur weiter so. Vergiss nie, dass du deine Empfehlung für die Arena Challenge Präsident Rosé verlangst. Wenn ich Ihnen genug Wunschsterne bringe, können Sie endlich das Problem lösen, das Sie so belastet. Nicht wahr, Herr Liga-Präsident? Hier geht es nicht um ein privates Problem, das nur mich betrifft. Es geht um die Zukunft Galars. Und Galar braucht nicht nur Wunschsterne. Galar braucht einen starken Trainer. Ein Trainer, der den Champ-Anstecker ebenbürtig ist. Mit Verlaub, Liga-Präsident Rosé. Einen der beiden Günstlinge des Champs habe ich bereits in die Knie gezwungen. Der Kampf ließ keinen Zweifel an meiner Überlegenheit. Und den Champ kann und werde ich ebenfalls besiegen. Warten Sie es nur ab. Das ist Musik in meinen Ohren. Genau solch einen leidenschaftlichen Wettkampf wollen die Leute bei der Arena Challenge sehen. Bettis, es gibt da etwas, was ich mit dir besprechen muss. Wenn du mir kurz folgen würdest. Es sieht so aus, als würde er in seiner Boxershorts rumlaufen. Das sieht nicht wie eine Badehose oder eine kurze Shorts aus. Das sieht aus wie ein Boxer. Na, Yuri? Ich hoffe, du hast gerade gut zugehört. Wunschsterne sind rätselhafte Steine, die unter anderem auch die Grundlage für die Technologie hinter den Dynamax-Bändern bilden. Aber man kann mit ihnen noch mehr anstellen, als nur Pokémon riesengroß werden zu lassen. In ihnen stecken nämlich auch gewaltige Mengen an Energie. Wenn das deine Neugier geweckt hat, sollten wir gleich mal zusammen im Stadion vorbeischauen. Ich will dir dort mehr über die Energieversorgung der Galar-Region erzählen. Bitte folge mir. Ich folge der Story, weil ich gemerkt habe, wenn ich das nicht tue, kriege ich hart aufs Maul. Hast du schon das Stadion von Claw City gesehen? Es riesengroß. Dieses Gebäude fungiert nicht nur als Stadion, sondern auch als Energiewerk. Lass uns zusammen einen Blick auf mein Tablet hier werfen. Da stehen alle wichtigen Infos. Hier ist in einfachen Worten erklärt, wie das Energiewerk funktioniert. Der Turm des Klaus-Stadions, Stadions, absorbiert Energie. Diese wird dann im unterirdischen Energiewerk in Strom für die ganze Galar-Region umgewandelt. Wir alle verbrauchen täglich Energie, um unseren Alltag zu bestreiten. Und zwar Energie in den unterschiedlichsten Formen. Elektrizität, Gas, Wasser. Meine Teams arbeiten rund um die Uhr daran, den Bürgern Galars mit Hilfe der Energie der Wunschsterne das Leben zu erleichtern. Oh, ich würde hier gerne noch ein bisschen weiter plaudern, aber die Pflicht ruft. Ich mache mich besser auf den Weg, bevor ich wieder Ärger mit Olivia bekomme. Ich würde vorschlagen, dass du als nächstes zur Schatzkammer gehst, Yuri. Sie liegt in Richtung von Route 6. Hey, ich bin's, Balduin. Du hast dein Team ja ganz schön aufgelevelt. Da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Wow, der hat echt für alles was, hä? Mit einem Levelball lässt sich ein Pokémon umso leichter fangen, je niedriger sein Level im Vergleich zu deinem Pokémon ist. Schon faszinierend, was so alles in seinem Pokéball steckt, oder? Und wir fucken jetzt die Nutzung des Abzugs in das unterirdische Energiewerk untersagt. Dann kommen wir später nochmal dahin. Gib dich zur Schatzkammer außerhalb des Stadiums.
bist wahnsinnig gut. Danke. Ich wurde nur gerade von einem Süßigkeitenverkäufer fertig gemacht. Na, willst du wissen, ob deine Pokémon wirklich alles geben? Ja. Dieses Pokémon, es könnte sich noch ein kleines bisschen mehr anstrengen. Ja, das habe ich mir immer auch gedacht. Gib dein Pokémon diese Seite mit seinen wundervollen Klang zum Tragen und es wird dir leicht nicht zu teuer. Sanftglocke. Soll ich dir verraten, wie zuträglich deine Pokémon sind? Ja, komm. Elektro? Dann wollen wir mal sehen. Ihr versteht euch schon ziemlich gut, aber da ist noch Luft nach oben. Na, bei dir auch, du kleiner Zwerg. Es wäre voll toll, wenn es Lunchboxen gäbe, die man im Zug essen kann. Ich bin zu klein, um allein durch die Naturzone laufen zu dürfen, deshalb fahre ich mit dem Zug. Ob ich schon alleine Zug fahren darf? Na klar, ich bin doch schon groß. Ich lebe mit Maiko zusammen und trainiere sie, weil ich sie einfach toll finde. Wir haben aber nichts mit den Flugtaxis am Hut. Das ist eine Anspielung auf die eine Habitat-Tussi. Habitat-Tussi? Bei Gelb? Blau-Rot? Sehr gegrüßt, junger Mann. Darf ich dir etwas über das Wetter erzählen? Ja. Wundervoll, dann fange ich so gleich an. Wenn während eines Kampfes das Sonne nicht stark ist, dann werden Attacken von Typ Feuer stärker, Wasserattacken dagegen schwächer. Pokémon können nicht eingefroren werden und bereits gefrorene Pokémon tauen auf. Attacken mit Solarstrahl, die sich des Sonnenlichts bedienen, können innerhalb einer Runde eingesetzt werden. Die Pokémon mancher Attacken werden verstärkt, zum Beispiel Synthese und Wachstum, bla 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 Phase und die Genauigkeit von Attacken wie Donner und Orkan sinkt. Bitte nimm dies erst danke dafür, dass du mir so geduldig zugehört hast. Ich habe echt, du hast ja extra schnell geredet, das ist gut. Aber hier geht's zu Route 7, also müssen wir hier eh am Ende lang. Dann können wir auch den linken Weg nehmen. Hoffentlich nicht auf die Fresse bekommen. Der Yin? Na, Yuri? Na, Yuri, wie läuft es so? Wie es aussieht, sammelst du fleißig Orden. Sag mal, weißt du zufällig, was mit Hop los ist? Als ich ihm begegnet bin, ist er gerade bleich geworden und wollte mir nicht ins Gesicht sehen. Dann hat er sich einfach aus heiterem Munde entschuldigt, ohne mir zu sagen, für was. Ich dachte mir, du hast den Rivalen, weißt vielleicht Bescheid. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er einen Kampf verloren hat. Kann das sein? Einen Kampf zu verlieren tut weh, das ist völlig normal, aber man muss aus seinen Fehlern lernen und neue Stärke aus ihm ziehen. Wenn Hop das gelingt, hat er das Zeug dazu, ein richtig guter Trainer zu werden. Hoppla. Hoppla. Ich muss ja los. Wenn ich zu spät zu meinem Meeting mit Rose komme, Jose, kriege ich Ärger mit Olivia, wenn ich jetzt nur wüsste, wo es lang geht. Aber ja, wo du schon mal hier bist, rate ich dir bei meinem großen Rivalen Roy vorbeizuschauen. Er wird die letzte Hürde sein, die du im späteren Verlauf der Arena-Challenge überwinden musst. Du solltest ihn vor der Schatzkammer antreffen, die sich kurz vor Route 6 befindet. Du bist in die falsche Richtung gelaufen. Du Vollidiot. Ein Friseur. Oh, oui, oui. Oh, comment tu t'appelles? Oh, bonjour. Ich bezahle wieder vorher, hä? Nein. Nein. Safe nicht. Nö. Ne. Alles klar. Hab damit Geld aus dem Fenster rausgeworfen. Ich hätte gerne... Was schneidest du? Ich sehe exakt so aus wie vorher. Weißt du, was EFM mit ihren Scheinwerfern machen? Obst suchen. Sie lieben Obst. Sprühdosen Superschutz. Jawohl. Angeblich liegt das Stadion von Cloud City genau in der Mitte der Galar-Region. Nein. Wusstest du, dass Mozzie in Kanto oder Alola ganz anders aussehen als hier in Galar? So was nennt man Regionalform. Es gibt so viele Leute, die ein Replika von Dalions auf Dalions auch kaufen. Aber wegen dieser riesigen Schwermatte kann es letztendlich niemand tragen. Ich war ja im Pokémon Center verabredet, aber mein Deck kommt und kommt nicht. Vielleicht sollte ich mal bei den anderen Pokémon Center vorbeischauen. Wäre vielleicht clever. Wenn es mehrere gibt, sollte man vielleicht.
Bei der Arena-Challenge soll man ja die Stadien in einer gewissen Reihenfolge abklappern. Erst Pespec, dann Fairbelly, Kirchester, Spikeford und zum Schluss Claw City. Soweit ich weiß. Danke. Hab ich vergessen. Bei der Arena-Mission von Pespec soll einem wohl ganz schön schwindelig werden. Schuhe, check. Und mein Schokolade, check. Ich bin bereit, die Wanderung kann losgehen. Ihr seid alle seltsam. Kämpft doch! Los, Gastodon! Platsch, platsch, paff! Ja. Ja. Lorisos gegen Gastodon. Dass die Typen angeht, ist mein Gegner im Vorteil, aber ich habe die Weisheit des Alters. Deshalb wirst du trotzdem. Toxis sind cool, oder? Ich höre mir sie richtig an. Wenn du eins dabei hast, würdest du es gehen, vielleicht gegen meinen Togepi tauschen? Ich habe einen Toxic. Aber Togepi ist ein altes Pokémon, von daher. Hey, du bist doch einer der beiden Trainer, denen Dalian eine Empfehlung geschrieben hat. Und dein Name ist... Moment, ich hab's gleich. Juri, genau das war's. Dalian scheint großes Potenzial in dir zu sehen, dann hast du sicher einiges auf den Kassen. Aber wenn du gegen mich kämpfen willst, brauchst du erstmal 7 Ohren. Tja. Ah, du bist also gar nicht wegen mir, sondern wegen der Schatzkammer hier? Gute Idee. Ein Blick in die Vergangenheit, Galas, kann nicht schaden, wenn du mehr über Pokémon wissen willst. Mir gefällt, wie eifrig du bist. Komm mir nach. Hier, nimm. Das ist meine Ligakarte. Zur Schatzkammer geht es die Treppe rauf. Ohne Erlaubnis darf man die Schatzkammer nicht betreten. Früher war Claw City das Zentrum der Galar-Region. In der Schatzkammer, die sich am Ende der Treppe befindet, werden daher seit jeher geschichtsträchtige Artefakte aufbewahrt. Wow, Charme. So gemein versteckt eigentlich. Ah, da bist du ja. Schau mal, ist das nicht unglaublich? Auf diesen Wandteppichen hier sind Episoden aus der Geschichte Galars abgebildet. Hier sieht man zwei Jünglinge, die einen Wunschstern betrachten. Und hier bricht Unheil über das Land herein. Die beiden Jünglinge sehen verzweifelt aus. Hier schauen sie zu einem Schwert und einem Schild auf, die dem Unheil irgendwie Einhalt gebieten. Und dann tragen die beiden plötzlich Kronen. Diese Wandteppiche erzählen, wie das Königreich von Galar gegründet wurde. Aber sag mal, ist dir beim Betrachten der Bilder auf den Wandteppichen irgendwas aufgefallen? Ja, mich auch. In den Überlieferungen wird der schwarze Wirbel, der den Himmel bedeckt, als Unheil bezeichnet. Diese Wandteppiche zeigen eindeutig die finstere Nacht. Gab es nun einen Helden oder gab es zwei? Und was steckt hinter dieser finsteren Nacht? Danke für deine Aufmerksamkeit. Du hast mir dabei geholfen, meine Gedanken zu ordnen. Ich werde noch ein bisschen hierbleiben, um die Wandteppiche näher zu untersuchen. Hoffentlich kannst du deine Erfolgsserie bei der Arena Challenge fortsetzen. Meine Unterstützung ist dir auf jeden Fall sicher. Hier, nimm das. Ja, danke. So. Na, wie haben dir die Wandteppiche mit den Helden Galars gefallen? Heute gibt es in Galar zwar keine Helden mehr, aber Dalian kommt den ganzen Eisscheiben vielleicht noch am nächsten. Wo wir gerade von ihm reden, wenn du wirklich vorhast, den Superstar Dalian zu schlagen, liegt noch einiges an Arbeit vor dir. Folge daher als nächstes Route 6 nach Passback und trainiere unterwegs, was das Zeug hält. Alles klar, danke, Opi.
Oh, eine Arena-Challenge. Du bist bestimmt nach Pesbeck, oder? Wo ich das weiß, aber Route 6 nach Pesbeck führt. Wow. Psst, du. Kennst du das schon neueste Gericht? Nein. Was? Nicht? Wenn du deinem Schwarm einen Knappfell schenkst, während du ihm oder ihr deine Gefühle gestehst, dann wird ihr auf ewig zusammenbleiben. Das erzählen sich zumindest die Leute. Und, naja, es gibt ja dieses eine Mädchen, das ich ganz nett finde. Aber sie zieht ihn jetzt um, und zwar ins Ausland. Und ich dachte, ich rede nochmal mit ihr, bevor sie geht, und gestehe ihr meine Gefühle. Deshalb suche ich auch schon die ganze Zeit einen Knappfell, finde aber keins. Falls du zufällig einen Knappfell zu viel hast, würdest du es mir dann vielleicht geben? Ja. Aber du scheinst doch gar selbst gar keinen Knappfell zu haben. Ja, du hast nur gefragt, falls ich eins habe, ob ich dir eins abgebe. Also, wenn ich eins habe, falls der Fall eintreten sollte, dann kriegst du eins. Nur bestimmte Pokémon können Kombi-Attacken erlernen. Möchtest du, dass ich einen deiner Pokémon eine solche... Nein. Ich weiß nicht, wie die Fauna... Nee, Fauna-Shadow war ja die... Irgendwie die komischen Säulen. Wassersäule, Feuersäule, Pflanzensäule, irgendwie sowas. Hab ich nie mitgespielt. Route 6. Route 6. Wie lange nehme ich denn schon auf? 2 Stunden, heilige Scheiße. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Was für eine süßes, was für ein süßes Salanga. Sieh dir nur seine niedlichen, müden Augenlein ein. Wir sind deine größten Fans, Salanga. Du kannst dich auf uns verlassen. Wir sorgen dafür, dass du hier Feinheier machen kannst. Dürfte ich hier eben mal durch. Ich bin auch ganz leise, damit euer Pokémon nicht aufwacht. Aber ja doch, bitte sehr. Hey Juri, komm, lass uns zusammen nach Pesbeck gehen. Tag, ihr gehört zu Team Yell, stimmt's? Da müssen wir auch mal kurz durch. Nix da, ihr seid Kinder und Kinder sind bekannt dafür, dass sie immer und überall Lärm machen. Außerdem habt ihr Challenge-Bänder, das heißt, ihr seid Arena-Challenger. Tja, Pech gehabt, Arena-Challenger, lassen wir erst recht nicht durch. Ihr weckt mit Marion getan, Bärmen, nimm noch unser armes kleines Salanga auf. Na toll. Die nächste Etappe der Arena-Challenge ist nur im Pesbeck. Das heißt, wir müssen hier unbedingt durch, Juri. Alles klar. Und hier machen wir Pause. Ich mache eine Aufnehmpause. Ich bin seit 2 Stunden jetzt am Durchzocken. Deshalb machen wir das im nächsten Part. Haut rein, Leute. Schön. Mit Öl. Weiter. Ich habe jetzt meine kleine Pause gehabt. Und bin bereit. Ah, wo ist denn der Weg gedrückt? Bin bereit. Weiter zu kämpfen. Du bist 29, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Also bin ich jetzt nicht mehr so weit weg. Guter Schaden. Zurückschicken? Ach, schade. Ja, ist okay. War ein Volltreffer, natürlich. Au. Konowitz, Level 29. Wir gucken, ob ich es besiegen kann. Nummer 3. Komm, noch einmal.
Komm, das besiegt mich, oder? Nicht sehr effektiv. Sehr schön. Jetzt wieder dreimal treffen. Komm schon. Einwandfrei. Level 27. Sehr gut, Geradax. Das habe ich jetzt vergessen, kurz zu lesen. Tut mir leid. Die gehört dir, Yuri. Er hat verloren. Ah, er ist jetzt in so einem richtigen Tief. Ja, ich weiß. Genau, 7 KP. Pro Treffer. Oh, das waren jetzt 11 sogar. Oh. Na, war so klar. Oh, come on! Aquavelle. Au. Ach komm. So geht das. Na, Waggon Level 30, Belektro Level 30. Mann, du bist ja eine Nervensäge. Was, wenn so lange von diesen ganzen Lämmen aufwacht? Dann bin ich gar kein Fan von. Komm, ziehen wir Leine. Yuri, du und Geradax, ihr seid echt ein Wahnsinnsteam. Ach Mann, ich kann es immer noch nicht fassen, dass Bettis mich so fertig gemacht hat. Ich meine, ich weiß ja, dass man nicht jeden Kampf gewinnen kann. Aber mir will einfach nicht aus dem Kopf, wie er am Ende dastand und sagte, dass ich eine Schande für meinen Bruder sei. Wenn mich alle für einen Schwächling halten, färbt das irgendwann noch auf meinen Bruder ab. Ich will auf keinen Fall, dass Daniels Ruf nur wegen mir Kratzer bekommt. Er ist schließlich derjenige, der Unschlagbare. Ich glaube, ich muss mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen, Yuri. Bis später dann. Du da, du bist der Trainer mit der Empfehlung von Dayan, nicht wahr? Ich meine, ich bin Papella. Wenn du mehr über mich wissen willst, dann wirf einen Blick auf meine Liga-Karte. Irgendwann musst du mir mal zeigen, wie stark du wirklich bist, Kindchen. Nicht heute, aber irgendwann. Ja, ich warte mal in deiner Arena auf dich. Fragt sich jetzt, wie lange wir hier gestanden haben, damit wir sie jetzt nicht auf dem Weg hier entdecken. Ich meine, bisher ist schon so ein Tag gewesen sein.
Hier. Meine super süßen Pokémon wollen mit deinem Pokémon spielen. Pipi. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich mach da mal kurz die Fliege. Zu einem Pokémon, das viel bessere Chancen hat gegen einen Feen-Pokémon. Ja, das Sonnenlicht schwächt doch zu sehr. Ich wollte gucken, wie viel Schaden es macht, wenn ich da das Zauberwasser halt hab. Ehrlich, Metronom und du kriegst Donnerschock? Ja, man kann auch viel zu viel Glück haben. Wäre ich jetzt Eisstrahl? Das macht halt so viel Schaden, ne? Explosion. Level 28 und Level 29. Ein bisschen auswechseln, einfach nur in dem Falle, damit Geradax wirklich am Kampf teilgenommen hat. Wahrscheinlich kriegt er jetzt 5-mal treffen, huh? Weil du bessere Gesteinsattacken einsetzen kannst als mein Waggon. Ach, 3-mal nur. Natürlich, der Angriff sind stark. So, jedes Pokémon einmal dran. Fast jedes. Alter. Ist das nervig. Oh, Kanovic Level 30 und Fernfurt Level 31. Eieieiei.
Alles nicht so einfach hier. Was bist du denn hier? Maracamba. Wenn du überlebst, fange ich dich. Vielfach effektiv hier. Oder? Ist es nicht undicht, Pflanze? Kann nur Pflanze sein. Ich glaube, bitte nicht. Ja, da muss ich leider noch mehr schwächen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. War das kein Vortrag? Ich wollte schon sagen. Oh, Waggon, Valecto und Geradax Level Up. Nice. Drei Hyperbälle. Hast du nicht auch eine neue Weiterentwicklung? Ah! Hilfe! Oh, heilt ihr mich danach? Um Pokémon zu verstehen zu können, ist es wichtig, Kämpfer auszutragen. Zeit für eine ärztliche Untersuchung. Ich liege auf irgendwas. Auf Batterien. Auf eine Batterienpackung. Die kleinen Flügelschläge auch noch erst bei Togetic. Oh. Ei, nix. Das ist nix. Das ist mehr. Das ist tödlich. Wir haben Togetic, wir haben das, wir haben das. Dann wäre es eigentlich clever, das zu spielen. Bereit, das einzusetzen. Einmal auf einer schon gehen. Und Geradax wiederbeleben, damit er Formpunkte bekommt. Neutral, ist okay. Alter, der rennt hier weg. Tickkraft. Okay. Oh Mann. Sorry. Easy. Level 30, Flegleon. Oh, Catwende ist eigentlich ganz gut. Oh, wenn ein Pokémon verletzt werden, dann mache ich mir immer so unheimlich viele Sorgen.
Mich interessiert brennend, was die Stärke von Trainer-Pokémon eigentlich ausmacht. Ihr halt mich, ihr seid Ärzte, oder? Tut ihr nicht. Ah, egal. Ich glaube, Makabaya hat hier eine neue Weiterentwicklung. Weil es hat hier auch nicht so eine Maske, es hat hier so einen Stein unten dran. Was ist hier gerade passiert? Okay, es kann mir keinen Schaden zufügen. Ah, ich habe eh nicht vor, zu fliehen. Ach komm! Na! Kann nicht wahr sein. Eins. Ja, gut, dann kriegst du den Hyperball. Das gibt's aber nicht. Wenigstens ein einziges Mal, aber nein. Im Hyperball wissen. Okay, hier, weißt du, dann leck mich. Ist ein Pokéball. Bist du auch nicht? Okay. Wir nehmen den Primärball. Magst du auch nicht? Okay, dann gehen wir wieder zum Superball. Bei denen hattest du dir schon halb bequem gemacht. Das gibt's ja wohl nicht. Das ist doch eine Frechheit. Es hätte fast geklappt. Da leckt mir am Arsch. Hätte es überhaupt nicht fast geklappt. Das war einmal wackeln. Das ist, würdest du eine 5 im Test bekommen und sagen, ich habe fast die 1 geschafft. Ja, Gott sei Dank, endlich. Eine Tontafel, auf der ein Fluch eingeritzt wurde, hat Besitz von diesem Makabaya ergriffen. Man sagt, es ziehe seine Kraft aus dem Groll anderer. Heieiei,
creepy. Das Mikro nochmal anders bewegen. Ja, geht die Kinkel weggehen? Irgendwie so, bitte, bitte, bitte weg. Citro. Guck mal. Okay, das war's schon. Was haben wir hier oben? Ah, hier geht's zur TM. Ich bin ein kampfstarkes Model. Das ist es, was mich ausmacht. Ein Pion Scorer. Giftschock. Tut nicht so weh, da ich nicht vergiftet bin. Bald Level 30. Ein Gladiantri. Ja, komm, da probieren wir es jetzt mit, wollen ja auch noch mal ein bisschen EP bekommen. Oh, Volltreffer sogar. Nice. Mein Nummer 1 Pokémon. Flammenrohr. Wenn schon sonnig ist, können wir das Ball auch ausnutzen. Selbst wenn ich verliere, was mich ausmacht. Meine Pokémon sind im und bleiben toll. Was mich ausmacht? Meine Pokémon. Ah, okay. Komisch geschrieben. Oh, was bist du denn? Alter, wie unheimlich. Künstler Marvin. Oh, oh Gott. Alles klar. Tschüss. Miese Nummer. Ich find's cool, dass Mogobaum hier wirklich so komplett still steht, mehr oder weniger.
Setzt jetzt nochmal Steinhage ein? Hoffentlich nicht. Ah, ich hab gehofft, das ist jetzt was anderes ein. Das war jetzt einfach nur so ein Guess. So blind rein, ob er vielleicht jetzt einfach was anderes macht. Weil KI das gerne mal macht. Ist ja genauso dumm, weil es vielfach Schwäche hat, aber ich bin gerade mal neugierig, wie stark das mit der Sonne ist. Ich bin jetzt einfach mal ein bisschen am Rumtesten. Dann kann ich jetzt noch ein bisschen angreifen. Hab ja die Tankkiefer. Wieder nach rechts, Level 31. Eure Attacken waren wunderschön. Sie haben mich völlig verzaubert. Wir haben einen neuen Lebenssinn gegeben. Okay. Nein, er sieht wieder so aus wie vorher. Was sind das, Dick, das? Oh, ein Pokémon Center. Keine Sequenz jetzt. Ich will nur heilen und wieder zurück. Oh, Kampf-Pokémon. Die editionsspezifische Arena-Leiterin hier jetzt. Das sieht gut aus. Zwei voll entwickelte Pokémon, glaube ich, sind es. Also ich gehe mir sehr stark von aus, dass hier jetzt... dass unser Inferno-Pot voll ausentwickelt ist, voll entwickelt und unser Hund, dessen Name mir gerade entfallen ist. Nicht zu weit gehen. Kochst du auch fleißig Curry und füllst deinen Currydex mit leckeren Rezepten? Nein. Kampf-Pokémon. Und dann nehmen wir halt wieder Kranowitz. Ja, vergelte mal. Vergelte mal das hier. Oh. Wir sind mal immer am Volltreffer beim Sturm. Nice. War ein harter Volltreffer, aber. Kranowitz und Waggon. Es geht immer weiter vorwärts. Bist du ein Mäzer? Nice. Jetzt ist gut. Ich fange. Nochmal nach Hieb. Das ist dezent im roten Bereich. Dezent, sag ich doch. Nämlich so dezent, dass es kaum vorhanden ist.
Jetzt fang du nicht auch noch damit an. Au. Au. Okay, okay, okay. Du bist immer eher so ein von Hyperball, hä? Hyperball. Nicht Hyperball. Nee, gefällt überhaupt nicht. Findest du ganz scheiße. Ja, Geradax auch. Geradax findet das auch ganz scheiße. Geradax hat einfach keine Ruhe hier. Ey, das ist doch einfach nur frech. Was macht 142 Schaden? Du kleines Mistvieh. Oh, Gott sei Dank. Alle kriegen EP, nur der arme Geradax nicht. Sie wohnen in Löchern, die sie selbst graben. Ab und an veranstalten sie mit harten Bären Wettbewerbe, wer die stärksten Pfannzähne hat. Ja. Gute Milzer, das gute Milzer. Beute. Beleber, Geradax. Supertrank, ja. Ah, ja. Stahlflügel. Dann hätte ich eigentlich mit etwas jetzt gegen Feen-Pokémon. Gar nicht mal so dumm. Kann es noch nicht erlernen. Na, vielleicht, wenn es sich weiterentwickelt hat. Ne, hier unten ist ja nichts Wirkliches. Gehen wir wieder hoch. Und gehen dann hier nach links. Das ist nochmal eine TM. Und nochmal ein Trainer. Ich bin von weit her angereist, um mir die Arena-Challenge live anzugucken. Und Caradonis. Ja, ist ja klar, dass er dann. Pflücker! Pflücker!
Ja, aber einfach. Ich war noch nie so dicht dran am Geschehen. Schaufler. Hallo, mein Name ist Petrafakt. Ich erforsche Fossilien. Petrafakt. Aha. Ist das einfach nur Petra wegen rückwärts Arte und dann Fakt? Oder ist das P halt einfach da, damit es Petra ist? Ha. Aus irgendeinem Grund bestehen die Fossilien, die man in Galar findet, entweder nur aus einem Oberkörper oder einem Unterkörper. Man kann diese beliebig zusammensetzen und in Pokémon zurückverwandeln. Niemand weiß, warum das möglich ist. Vielleicht erfahren wir durch sie mehr darüber, wie Fusionen von Pokémon funktionieren. Fusion von Pokémon? Das gab's doch bisher nur einmal, oder? Meine ich jetzt? Gut, aber hier mache ich jetzt Feierabend. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Das reicht für heute an Pokémon und bis zur nächsten Folge. Tschö, mit Ö.